Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kraftfahrkonsul. Wir haben ja jetzt Mopeds gehabt ohne Ende die letzten Wochen. Das lag natürlich auch an der Intermod. Für mich persönlich eine super Messe. Es gab ja viele negative Stimmen, die das nicht so geil fanden. Ich persönlich fand es klasse, auch wenn es deutlich kleiner war als früher. Aber ich bin schon froh, dass es die Intermod überhaupt gab. Das mal zu dieser Stelle. So, und weil wir jetzt so ganz viel Motorrad gefahren sind und so viele Motorräder angeguckt haben, habe ich gedacht, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen in die vierrädrige Ecke rüber wechseln. Und das machen wir nicht mit irgendeinem Fahrzeug, sondern das machen wir mit einem der speziellsten und vielleicht mit am meisten erwarteten Fahrzeuge des Jahres 2022. Zumindest für eine spezielle Zielgruppe, sicherlich nicht für alle. Worum geht's heute? Wir schauen uns den Ineos Grenadier an. Das Fahrzeug ist super speziell. Ich hatte die Möglichkeit, mir den anzuschauen auf der Ineos Roadshow. Da bin ich hingefahren, das war super nett. Grüße nochmal an alle. Und ja, ich würde sagen, damit ihr wisst, worum es eigentlich geht, wie immer, schauen wir uns erstmal das Fahrzeug an und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich glaube, das ist schon wirklich ein tolles Fahrzeug. Leider konnte ich nicht mehr Drohnenaufnahmen machen, da sich so ein bisschen die Wolken zugezogen haben. Sieht man das überhaupt? Ja. Weil sich so ein bisschen die Wolken zugezogen haben und ich deswegen nicht mehr mit der Drohne fliegen konnte. Aber ich denke mal, um so einen ersten Eindruck zu bekommen, war das schon ganz cool. Wir sind gefahren mit dem Benziner. Das gleiche gibt es noch als Diesel. Ja, ich sage aber, wir gucken uns erstmal so ein bisschen die technischen Daten des Fahrzeugs an. Das ist der Ineos Grenadier. Der Preis in 2022, das Fahrzeug kommt ja jetzt gerade erst auf den Markt, ist als Basis Utility Wagon 59.990 Euro.
Als Stationwagen, also in dieser etwas besseren Ausstattung, liegen wir da schon bei 68.990. Und wenn man mal in diese ausgestatteten Full-Dresser-Geschichten kommt, so wie die Fahrzeuge, die wir hier auf den Bildern gesehen haben, die bewegen sich dann schon in dem 80.000-Plus-Segment. Also das ist sicherlich kein Auto für jedermann. Aber das kann natürlich auch mehr als jeder Polo oder jeder X3 oder keine Ahnung was. Das ist halt ein Fahrzeug, mit dem man auch ein bisschen was tatsächlich anfangen kann, außer das schön herzuzeigen oder da schön drin zu sitzen. Ich zeig mal kurz die Farben, die es gibt. Eldoret Blue, Scottish White, Magic Mushroom, mega. Shale Blue, Britannia Blue, Sealer Green, Queen's Red, Inky Black und Donner Grey. Was ist denn der Ineos eigentlich? Der Ineos ist eine direkte Antwort auf das Ende vom Land Rover Defender. Weiß nicht, ob die das so gerne hören oder nicht, aber das ist ja auch Teil dieser Heritage, dieser Marke, dass der Chef von Ineos, was ein großer Chemiekonzern ist, der Sir Jim Ratcliffe, hat versucht, so wie ich das verstanden habe, die Rechte an dem alten Defender von Land Rover zu kaufen und die Werkzeuge, um das Fahrzeug dann weiter zu produzieren. Das gibt es ja in verschiedenen Segmenten. Das gibt es von Vespa, der hat eine indische Firma ja die Lizenz gekauft, also unüblich ist das nicht. Land Rover wollte aber nicht und dann hat er sich hingesetzt in seiner Lieblingskneipe, dem Grenadier Pub in London und hat dann überlegt, okay, wisst ihr was, dann baue ich mir so einen Geländewagen einfach selber. So, das ist natürlich eine total spannende Geschichte und wie man das leider in der Vergangenheit so häufig erlebt hat, ist das natürlich was gerne auch zum Scheitern verurteilt ist. Aber ein paar Jahre später bin ich dieses Ding jetzt tatsächlich gefahren und es sieht auch so aus, als ob das jetzt wirklich endlich auf die Straße kommt. Also das ganze Konzept ist sehr rund, das Fahrzeug ist auch sehr rund, da kommen wir gleich noch zu. So, was haben wir für Motoren? Es gibt zwei verschiedene Motorisierungen, es sind beides 3 Liter Sechszylinder Motoren, das finde ich persönlich schon mal super. Es sind beides Motoren, die von BMW kommen, das finde ich persönlich noch besser. So, ein großer Freund oder ein großer Fan von dem M52 Motor, wer weiß, was das ist, da gehen erstmal Grüße raus. Die technischen Daten vom Benziner, das ist der B58 Motor, der hat 210 kW, 285 PS bei 4750 Umdrehungen, 450 Newtonmeter bei 1750 bis 4500 Umdrehungen und dazu diese ganze BMW-Klaviatur an Valvetronic, Varnos etc. Wer weiß, was das ist, auch wieder Grüße. Ich weiß, was das ist. Wer es nicht weiß oder wer es weiß, schreibt es vielleicht einfach unten in die Kommentare rein. Dann haben wir den zweiten Motor. Das ist der B57. Das ist ein 3 Liter Sechszylinder Diesel mit 183 kW oder 248 PS bei 3250 bis 4200 Umdrehungen. Das Drehmoment liegt bei gewaltigen 550 Newtonmeter bei 1250 bis 3000 Umdrehungen. Das ist natürlich viel. Das ist richtig viel, aber das brauchst du auch, wenn du mit so einem Fahrzeug Boote, Pferde, viel zu große Wohnwagen und was man sonst noch alles da dran hängt. Also 3,5 Tonnen Anhängelast, verrate ich schon mal hier. Da ist man schon in einer sehr exklusiven Liga. Das Ganze wird an die Räder serviert über eine 8-Gang ZF-Automatik mit einem Heavy-Duty-Drehmomentwandler, was auch immer das heißen mag. Im Prinzip heißt das aber auf jeden Fall, dass wir nicht so einen Doppelkupplungskram haben, sondern eine richtige Wandlerautomatik, was bei so einem Fahrzeug auf jeden Fall auch super wichtig ist. Ich mag Doppelkupplungsgetriebe, aber so ein Wandler hat einfach noch seine Vorteile. Okay, subjektiver Eindruck, Benziner. Ja, welches Auto hat denn noch 6 Zylinder, eine variable Nockenwellenverstellung und 3 Liter Hubraum? Nicht so viele, ne? Also das ist leider eine aussterbende Art. Heutzutage fahren wir alle mit 1 Liter 3-Zylinder Turbomotoren rum. Wenn überhaupt. Okay. Vista bin ich nicht so ein Fan von. Funktioniert. Okay, keine Ahnung. 6-Zylinder ist schon eine ganz andere Hausnummer. Also wer sich so neben so einen BMW rein 6er stellt und der Motor startet. Und dann gibt es ja schon überall Noppenteppich, ne? Also finde ich persönlich großartig. Braucht es für so ein Auto sicherlich auch. Es ist schon eine ziemliche, ja, ein ziemlicher Vorteil dieses Fahrzeugs, dass der mit so einem Motor ausgestattet ist. Das kann man schon nicht anders sagen. Wir durften das Fahrzeug nur auf einem Privatgrundstück fahren, auf so Waldwegen. Deswegen kann ich jetzt nichts über die Peak Performance sagen. Aber man steigt ein, man sitzt drin und man hat, wie sagtest du schon früher bei Rolls-Royce, ausreichend Leistung. Und so ist das hier auch. Das Fahrzeug hat ausreichend Leistung. Es fährt sehr souverän zusammen mit der Wandlerautomatik. Es ist wirklich eine Geschichte, wo man sagt, ja, das ist wunderbar. Das fährt dich nach vorn. Das
treibt dich auf so einer Drehmomentwelle, fährst du da durch die Schlaglöcher und so. Das war schon wirklich eine schöne Geschichte. Genau, können Sie bitte noch fahren. Genau, und da geradeaus, probieren wir ein kleines Stück am Asphalt, wenn da. Ich denke mal, dass der Diesel deutlich häufiger gewählt werden wird als der Benziner, weil der einfach mehr Drehmoment hat. Das ist für die avisierte Zielgruppe sicherlich eine interessantere Geschichte als der Benziner, aber wer weiß, es gibt beide Motoren zur Auswahl. Ja, das Einzige, was ich beim Thema Motor so ein bisschen schwierig finde, ist, also dieser Grenadier ist ja definitiv gebaut, um damit Weltreisen zu machen, um damit, was weiß ich, in den Chart zu fahren oder sowas. Und so moderne Motoren, die so Euro 6D Temp oder wahrscheinlich ja auch schon für Euro 7 fit sind, die reagieren meistens etwas schwierig auf schlechte Spritverhältnisse. Jetzt weiß ich nicht, ich habe versucht, das rauszukriegen, habe es leider nicht rausbekommen, wie es damit aussieht, ob es denn so eine Expedition Edition gibt. Ich weiß das von einem Kumpel von mir, dass die MAN zum Beispiel, wenn die Fahrgestelle liefern für so Expeditionsmodelle, das allererste, was die machen, die bauen den Motor auf Euro 0 um. Damit der dann halt auch mit irgendwelchem Rapsöl läuft oder keine Ahnung was oder schlechteren Spritqualitäten, was halt hierzulande kein Problem ist, aber in anderen Ländern halt durchaus zum Problem werden kann. Und bin mal gespannt, ob es das gibt oder ob der Motor frei von solchen Sachen ist. Das weiß ich nicht, das konnte mir leider auch keiner beantworten. Bin ich mal gespannt, ob da einer einen Kommentar zu dalassen kann, was das angeht. Ja, grundsätzlich ist es aber, ich denke mal, für 99% oder 95% der Einsatzzwecke ist das genau das Richtige. Die Leute werden bisschen im Wald rumfahren, die werden auf dem Feld rumfahren, die werden in der Stadt rumfahren. Leider auch genug, die damit in der Stadt rumfahren werden. Und dafür sind die Motoren einfach erste Sahne. Wirklich top. So, und da gibt es nichts anderes als Gold. Das ist einfach ja, BMW 6-Zylinder. Was soll ich dazu sagen? Mehr davon bitte. So, kommen wir zum Fahrwerk. Das Fahrzeug ist 4.927 mm lang, 1.930 mm breit und 2.033 mm hoch. Wir haben einen Radstand von 2.922 mm. Das Leergewicht ist 2.700 Kilo. Das ist natürlich schon jede Menge, aber das ist dann auch dem Leiterrahmen geschuldet und dass das halt einfach auch ein Fahrzeug ist, das einfach auch viel kann. Ja, dann ist das eben so. Dann muss das halt auch schwer sein. Wir haben eine Zuglast oder eine Anhängelast von 3500 Kilo. Das ist schon mal top. Wir haben eine Bodenfreiheit von 264 mm, eine Wartiefe von 800 mm, die sich sicherlich noch erhöhen lässt, wenn man diesen Schnorchel da dran baut. Anflugwinkel 35,5 Grad, Abflugwinkel 36,1 und ein Rampenwinkel von 28,2 Grad. Was auch immer ein Anflugwinkel sein mag, vielleicht weiß es einer, kann es unten reinschreiben. So im Thema, was Geländewagentechnik angeht, bin ich leider nicht. So, subjektiver Eindruck. Ja, das fährt doch deutlich besser als angenommen. Hat als jemand, der den alten Defender, und das bin ich nun mal, durchaus häufiger gefahren ist, hatte ich eine etwas rustikalere Erwartungshaltung, als ich diesem Fahrzeug begegnet bin. Der Wagen ist eher Gentleman als Grenadier, meiner Meinung nach, zumindest in dieser Ausstattungsvariante. So, wir haben das iDrive von BMW im Cockpit. Wir haben diesen wunderbaren Motor mit dem Drehmomentwandler. Also das lässt sich schon sehr gentleman-like fahren. Auf keinen Fall treckert man so rum wie die alten Defender. Das ist schon eine sehr, sehr angenehme Fahrerei und eine sehr modernere Fahrerei. Das, was wir gefahren sind, Feldwege und so ein bisschen Schlammpassagen und sowas, das hat dem nicht mal ein müdes Lächeln hervorgelockt. Hätte mich allerdings auch gewundert, wenn Ineos hier jetzt eine Strecke gewählt hätte, die der Wagen nicht schaffen kann. Also das ist schon wirklich alles tipptopp. Man muss dazu sagen, das sind Vorserienfahrzeuge gewesen, soweit ich weiß, sogenannte Prototyp- oder Erprobungsfahrzeuge. Kann also sein, dass da das eine oder andere noch dran geändert wird. Mir wurde gesagt, an der Lenkung wird noch ein bisschen was gemacht, weil die Lenkung sehr LKW-ig ist. Also die hat eine extrem geringe Übersetzung. Also man muss ganz schön kurbeln, um mit dem Ding um die Kurve rumzufahren. Das finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Ich habe ja einen LKW-Führerschein, also ich bin da sehr gut mit zurechtgekommen. Aber der ein oder andere, der damit unterwegs war, der hat schon ganz schön geguckt, als dann er am Lenkrad gedreht hat und das nicht plötzlich um die Ecke gefahren ist, sondern immer dreh.
Ja, das ist schon, ich denke, dass man da noch ein bisschen was dran anpassen muss. Vielleicht sogar mit einer adaptiven Lenkung, mit einer adaptiven Übersetzung. Ich weiß es nicht, mal gucken. Aber wie gesagt, das Ding macht einen Riesenspaß. Das kann sicherlich viel mehr, als wir jetzt ausgetestet haben. Und ich bin wirklich gespannt auf die ersten härteren Tests und die ersten Einsätze, wo das Ding mal wirklich zeigen kann, wofür es eigentlich gebaut wurde. Und von mir gibt es an der Stelle definitiv auch ein Gold. Ich finde, das Fahrzeug macht einen extrem soliden Eindruck. Es ist unheimlich gut zusammengebaut für so ein Vorserienfahrzeug allgemein, aber auch so. Man kann sich die ganzen Einzelteile mal angucken. Man schaut sich die, ja, man achtet ja auf so Sachen, ne? Wie ist das zusammengeschweißt? Wie sind die Verarbeitungsgüte der Plastikteile? Wie ist die Verarbeitungsgüte von irgendwelchen Scharnieren? Also das ist schon wirklich gut. Da habe ich schon Erstlingswerke von Herstellern gesehen, die waren deutlich schlechter. Und ich würde sagen, an der Stelle holen wir uns jetzt mal einen Kollegen von der Firma Matzker. Der hat sich bereit erklärt, mal ein bisschen was über das Fahrzeug zu erzählen. Und wir schauen gleich mal, oder wir sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Kraftfahrkonsul. Wir sind hier im wunderschönen Rommerskirchen. Ineos hat geladen, um den neuen Grenadier vorzustellen. Ich stehe hier mit dem Andreas. Genau. Hallo, schönen guten Morgen. Du bist von Ineos direkt und präsentierst hier heute das Fahrzeug. Interessierten Nutzern ist ja relativ viel los. Erzähl doch mal ein bisschen was von der Marke. Als erstes, ich bin nicht direkt von Ineos, sondern ich bin vom Autohaus Matzker. Oh, Entschuldigung. Ja. Macht ja nichts. Und wir werden ab dem 1. Januar ganz offiziell auch Ineos Vertragspartner werden und vertreiben dann dieses neue Fahrzeug mit allem Herzblut, was wir so haben. Ja, und die Firma Matzker ist natürlich auch ein Begriff in dieser Szene. Ich habe das eben noch erwähnt mit einem Bekannten von mir, der auch einen Defender fährt. Man muss es leider ab und zu immer mal wieder in den Mund nehmen. Und der sagt, ach ja, da habe ich meinen auch her. Ja, also ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und Kompetenz ist da, ne? Ja, über 35 Jahre hat die Firma Matzker im Bereich Expeditionsfahrzeuge unter anderem und wollen wir es Tuning nennen in dem Bereich? Verbesserung, sehr gut. Haben wir auf jeden Fall eine hohe Expertise über das Zeitfenster aufbauen können. Mhm. Es ist jedoch jetzt so, dass wir zum Ende des Jahres uns für dieses neue Modell, was von Ineos produziert wird, entschieden haben, dies hauptsächlich zu vertreiben. Wir werden weiterhin den Service und die Werkstattkompetenzen im Land Rover-Bereich aufrechterhalten, unseren Service diesbezüglich auch unseren Kunden weiter zur Verfügung stellen. Was jedoch unsere Kernkompetenz dann sein wird, ab dem 1. Januar ist der Ineos Grenadier. Okay, also wirklich auch eine Spezialisierung auf dieses neue Produkt, auf diese neue Marke, die ja wirklich, Ineos selber gibt es ja schon relativ lange, aber dass der Grenadier oder der Fahrzeugbau ist ja ein neues Segment von Ineos. Ja, absolut. Es ist auch so, dass man weiter bei uns alle Land Rover Modelle erhalten kann. Das ist nicht das Thema, aber wir haben eine Umschichtung in unseren Kernkompetenzen, wo wir jetzt einfach sagen, wir werden uns speziell auf den Grenadier konzentrieren. Im Gebrauchtwagenbereich werden wir auf jeden Fall weiterhin die Land Rover Palette auch langfristig abdecken und innerhalb, ja, oder andersrum, wir haben uns entschieden, den Grenadier als Hauptaugenmerk für uns zu finden und zu vertreiben, weil wir hinter der Idee von Sir Radcliffe einfach stehen, der ja Ende 2016 versucht hat, den Defender in Lizenz zu bauen und dies wurde ja abgesagt seitens Land Rover, wurde abschlägig bescheinigt und nach mehreren Versuchen hat Sir Radcliffe sich zusammengesetzt mit zwei Freunden im Pub Grenadier, deswegen auch der Name, und ist einfach, ja, auf dem obligatorischen Bierdeckel ist man dazu gekommen, dass man sagt, man möchte doch ein Auto konzipieren, welches alle Vorteile des Defenders mit integriert, mit aber einem höheren Komfort. Und wenn man sieht, dass wir von 2017 bis jetzt 2022 dieses Fahrzeug hier zum Anfassen, zum Fahren
direkt vor uns haben. Ja? Und jeder, der weiß, welche weltpolitische Lage damit eingespielt hat. Und hier dieses Produkt trotzdem fertig zu stehen haben, da läuft mir einfach kalt den Rücken runter, weil es einfach richtig Spaß macht. Also das ist wirklich eine Geschichte, wer sich so ein bisschen im Automotive-Bereich auskennt, der weiß, was dahinter steckt, was das eigentlich bedeutet, ein Fahrzeug in dieser Güte überhaupt auf die Straße zu bringen. Ich habe mir ja sehr viele neue Marktbegleiter aus dem asiatischen Raum angeguckt in letzter Zeit. Da muss man leider auch sagen, die haben unfassbar eine steile Lernkurve hingelegt. Aber die ersten Autos, die produziert waren, Entschuldigung, die waren alle Schrott. Und das hier, also ich bin noch nicht gefahren, ich fahre gleich. Ich bin gespannt, aber das, was man so guckt, was man so sieht, und es ist ja noch ein Prototyp, es ist noch kein Serienfahrzeug. Das ist ein sehr, sehr nahes, an der Serie nahes Fahrzeug, aber immer noch ein Prototyp. Trotz alledem, wenn man überlegt, dass Ineos auch, gerade Radcliffe wurde ja anfänglich eher belächelt für die Idee. Spätestens wie so viele. Aber, ja, aber spätestens mit dem Kauf des ehemaligen Mercedes-Werks in Hambach, ja, wo Mercedes ja keinen Spaß mehr daran hat, den Smart dort weiterzubauen. Also mit dem Kauf dieses Werkes und der Übernahme der ganzen Mitarbeiter dort und den entsprechenden Schulungen innerhalb dieses Zeitfensters, wie gerade schon angesprochen, so ein Produkt auf die Beine zu stellen, ist wirklich... Und man geht halt wirklich in die Vollen und sagt nicht, okay, ich lasse das bei Steyr produzieren, bei Magna irgendwo in Österreich in Auftragsfertigung, sondern nein, ich gehe hin, ich kaufe mir ein eigenes Automobilwerk und geh wirklich in die Vollen und sag, das ist das Produkt, da stehe ich zu 100% hinter. Mir gefällt sowas richtig gut. Ich finde es richtig toll. Es zeigt einfach den Spirit. Natürlich gibt es die Möglichkeit, wenn ich das Geld habe, auch zum Mond zu fliegen. Kann man machen, muss man nicht. Ja? Hier haben wir ein Produkt, was für ein bestimmtes Kundenklientel auch erreichbar ist. Ja? Was immer noch im Vergleich zu dessen, was das Fahrzeug bietet, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sich darstellt. Ja? Darfst du schon sagen, was der kosten wird? Na, ist ja kein Geheimnis. Wenn man auf die Internetseite geht, sind wir bei um die 69.000 Euro für den Fieldmaster und den Trailmaster plus entsprechendes Zubehör, wobei das Fahrzeug dann natürlich schon in der Grundserienausstattung hervorragend ausgestattet ist. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, einfach mal bei uns bei Mazka in Köln vorbeizuschauen, eine Mail zu schreiben, und dann nehmen wir Kontakt auf und dann gucken wir, dass wir zum Anfang des kommenden Jahres dementsprechend auch mal die Autos so auf die Straße kriegen, weil Lieferzeiten, Auslieferungen, was soll ich dazu sagen, wir leben in verrückten Zeiten. Ja, geplant sind die ersten Auslieferungen für Dezember 22 für die ersten Kunden in Deutschland, und dann geht es Step by Step weiter, so dass man das erste Viertel wohl bis zum 30.03. irgendwie auf der Straße hat. So ist der Plan, aber wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ja, also ich kenne das ja selber auch. Ich habe Autos bestellt mit Lieferzeit 12 Monaten, die waren nach 4 Monaten da. Ich habe Autos bestellt mit Lieferzeit 8 Wochen, da haben wir dann 14 Monate drauf gewartet. Ich glaube aber, dass das hier nicht so sein wird, weil einfach auch wieder diese Fokussierung da ist und dass wir uns alle freuen können, wenn das Fahrzeug dann in 23, Anfang 23 auch auf die Straße kommt. Und wir müssen ja nicht noch mit dem Schiff um den halben Planeten schippern, um das dann hier zu haben. Ja, hör mal, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Ich danke dir, dass ich die Möglichkeit hatte, über uns und über das Produkt etwas zu sagen. Und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Super, danke schön. Gerne. Ja, das war ja schon ganz spannend. Tolle Einblicke auch in ein bisschen hinter die Kulissen über den Vertrieb und über die Firma Ineos. Gehen wir hier weiter. Es geht ums Thema Zuverlässigkeit. Also der Wagen war Pre-Production, Vorserie, und deswegen waren auch im Display einige Lampen an. Ich denke mal, dass das Auto gut zusammengebaut ist. Ich denke auch, dass das kein Problem sein wird. Das Einzige, wo ich wirklich nicht Bedenken habe, aber was ich zu bedenken geben möchte, ist die Tatsache, dass das das erste Auto ist, dass Ineos neu auf dem Kraftfahrzeugmarkt ist. Und es ist leider immer ein Problem, oder es kann zum Problem werden, wenn neue Marken auf den Markt kommen, dass sie dann irgendwann
bei ausbleibendem Erfolg, bei wirtschaftlichen Problemen, dass die einfach wieder vom Markt verschwinden. Und dann wird das natürlich zum Problem. Nicht was den Motor angeht, da fährt man wahrscheinlich zu jedem BMW-Händler, wird seine Teile und seinen Service kriegen. Aber wenn so fahrzeugspezifische Teile kaputt gehen und man noch keine große Marktdurchdringung hat, wie jetzt zum Beispiel beim Defender, kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich zum Problem wird. Ich will es nicht beschreien, aber für einen Chemiekonzern, der ja eigentlich gar keine Autos baut, ist es natürlich ein gewisses Maß an Luxus, wenn man sagt, wir bauen jetzt ein eigenes Auto. Und wenn die wirtschaftlichen Zwänge kommen, man ist da ja auch manchmal ein bisschen fremdbestimmt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Projekt so mit als erstes dann über die Klinge springen muss, weil man da nicht weiter Geld verbrennt. Aber da will ich keinem Angst machen, das ist eine ganz persönliche Meinung von mir. Ich denke, das wird kein großes Problem sein. Bewertungen dazu kann ich hier nicht abgeben. Das Fahrzeug macht einen sehr soliden Eindruck. Das hat alles wunderbar geklappt. Alles Türen, nichts klappert. Alles ist wunderbar verarbeitet. Ich denke, dass wir da wenig Probleme kriegen werden. So, die technischen Features, die blende ich euch jetzt hier mal ein. Also, alles Geländewagentechnik, alles Offroad-Technik vom Allerfeinsten. Was halt fehlt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, sind so Komfort-Features, die es inzwischen schon in der Golfklasse gibt. So Sachen wie Abstandsregeltempomat oder Spurhalteassistent. Kann man sagen, bräuchte das in so einem Auto? Im Dschungel gibt es auch keine Spuren, die der halten könnte. Weiß ich nicht. Ist das teuer, das in ein 80.000 Euro Auto einzubauen? Wahrscheinlich eher nicht. Hätte man machen können, besonders unter der Voraussicht, dass sicherlich nicht wenige dieser Fahrzeuge ausschließlich auf Straßen unterwegs sein werden. Da hätte man sowas durchaus schon machen können. Für das, was es ist, nämlich ein Geländewagen, ist das extrem umfangreich und deswegen gibt es von mir Gold an der Stelle. Macht das Spaß? Also grundsätzlich macht Sechszylinder-Verbrennerfahren immer Spaß. Für mich, der jetzt keinen direkten Zugang zur Offroad-Welt hat und stellt sich natürlich so ein bisschen die Sinnfrage bei so einem Fahrzeug, aber die stellt sich auch bei anderen Fahrzeugen. Also wie ihr wisst, ich bin ja ein Riesenfan von der 1200er GS oder 1250 oder was auch immer, von der GS, BMW, GS. Und ich bin damit nicht einmal im Gelände gewesen. Ich bin damit nur auf Straße gefahren und habe das Ding wirklich geliebt. Alpenpässe rauf und runter. Braucht man dafür so ein Adventure-Bike? Sicherlich nicht. Braucht man für den täglichen Bedarf so ein Ineos? Sicherlich nicht, aber ich habe mich mit einem Besucher der Veranstaltung unterhalten, der hat dann so einen Fall geschildert, auf den würde ich niemals kommen. Der hat sein Boot über eine Rampe zu Wasser gelassen und das war super rutschig. So, und dann ist dieses Ding, hat irgendwann nur noch angefangen nach hinten zu rutschen, mit dem Hänger hinten dran und das Auto vorne dran, mit dem Defender allerdings. Ne? Und dann hat er einfach irgendwie den permanenten Allrad reingeknallt oder was und dann hat er das Ding schön konstant wieder rausgezogen. Und dafür brauchst du einfach so eine Technik. Da hilft dir nicht so ein Pseudo-Allrad-Irgendwas, der Differentialsperren simuliert, indem er die Räder abbremst. Da brauchst du einfach schiere Kraft und Power. Und dafür ist sowas schon sicherlich gut und geeignet. Und es ist halt auch einfach mal was anderes. Wir können ja nicht alle Porsche Cayenne oder Range Rover fahren. Ja, so. Ich denke mal, was da auch häufig oben drüber steht, ich könnte, wenn ich wollte. Das ist bei so vielen Sachen so, ich könnte, wenn ich wollte, damit jetzt sofort eine Weltreise starten. So, das ist bei einer GS so, das ist bei einem Ineos so und das ist sicherlich auch eine Geschichte, die viele Leute anspricht. An der Stelle blende ich jetzt mal kurz ein Interview ein, das wir mit einem der Besucher gemacht haben. Der Kollege war auch super begeistert von dem Fahrzeug, wie eigentlich alle. Also da ist keiner mit einer schlechten Laune weggefahren und hat gesagt, was ist das denn für ein Ding, will ich nicht haben. Sondern alle waren so ein bisschen angefixt. Das ist ja auch Sinn und Zweck so einer Veranstaltung. Ja, jetzt hören wir mal, was der Kollege gesagt hat und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir sind hier bei Ineos, bei der Präsentation des Grenadiers. Ich durfte immer noch nicht fahren. Ich darf ja wahrscheinlich heute gar nicht mehr fahren. Aber wir haben den Gerrit hier, der sich bereit erklärt hat, mal ein bisschen was zu erzählen. Der ist gerade von der Fahrt wiedergekommen. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Eindrücke von der Fahrt. Wie war es? Was hat dich begeistert? Ja, also ich verfolge das Auto und die Technik und die Geschichte dahinter schon länger. Und ja, ich suche eigentlich ein Auto, was ich dann 15 Jahre fahren kann, was entsprechend robust ist und
Bin dann unweigerlich auf den Grenadier gekommen und bin jetzt wirklich total begeistert, dass die wirklich absolut wissen, was sie tun und dann Auto auf die Beine gestellt haben. Was erstmal im Vergleich zum Defender, wo die ja irgendwo herkommen, nicht mehr dieser Pkw-Traktor ist, sondern wirklich ein Fahrzeug, was auch Komfort hat, mit dem man sehr gut leben kann, ja. Aber eben gleichzeitig auch Offroad-Fähigkeiten hat. Man muss ja jetzt, die wenigsten von uns fahren jetzt wirklich da steile Berge rauf und runter durch ausgewaschene Bachbetten. Also eher das, was wir jetzt hier heute gemacht haben, Landstraßen mit Schlaglöchern. Also unsere Idee von meiner Frau und mir ist es mit Dachzelt oder vielleicht Offroad-Anhänger. Schottland, Skandinavien, Türkei, Georgien, vielleicht sogar weiter. Sind ein bisschen angefixt worden durch Freunde, die mit dem Motorrad in die Richtung gefahren sind. Das werden wir uns okay, nicht mehr antun. Okay, das ist dann aber auch nur noch eine Nummer härter. Genau. Ne? So. Aber, und das ist die Idee. Mhm. Und ich muss sagen, der Wagen ist exakt das, was ich mir vorstellen würde. Ja, das, was man da machen kann. Jetzt muss ich aber direkt mal was fragen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Du hast jetzt gerade gesagt, auch vielleicht ein bisschen weiter weg von der Zivilisation. Wir haben ja immer so ein bisschen so eine Thematik mit Kraftstoffqualität. Ja. Also ich weiß von MAN, dass die, wenn die Expeditionsmodelle aufbauen, so, dann rüsten die auf Euro Null. So, weil die sagen, okay, wir wissen nicht, wo die hinfahren. Wenn die irgendwo im Tschad unterwegs sind oder sowas, dann kann man da im Prinzip noch Pflanzenöl reingeben. Hier ist ja ein super moderner BMW-Motor drin. Glaubst du, dass das ein Problem werden kann? Oder weißt du vielleicht sogar, dass die da irgendwelche Sachen drin haben? Keine Ahnung, eine Kraftstofferkennung, Filteranlage oder sowas? Im Detail habe ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Ja. Ich gehe einfach davon aus, da wo ich hinfahre, dass die Dieselqualität entsprechend sein wird, die auch für diesen Motor zulässig ist. Mhm. Ist natürlich ein wichtiges Thema, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Ja, also ist mir auch selber gerade nur... Ja. Afrika würde bei uns jetzt erstmal nicht so auf der Agenda stehen, weil es gibt halt sehr viele Bereiche, wo es einfach gefährlich ist, durchzufahren. Ja. Ich bin vor Jahren... Südschweden zum Beispiel. Ja, meine Frau ist Schwedin, ganz vorsichtig. Ich bin Halbschwede, das passt schon. Ah, okay. Ja, genau, der Name sagt es ja auch. Ich war vor Jahren, bin ich mit dem Motorrad, das war nur ein Geschenk meiner Frau zum 50. haben wir eine Wüstentour gemacht mit Geländewagen und ich habe ein Motorrad, Offroad-Motorrad. Super. Also das könnte ich mir vorstellen, mit dem Fahrzeug zu wiederholen. Aber da ist die Spritqualität, die man da bekommt, durchaus ausreichend. Das war in Ägypten. Okay, also einmal quer durch Ägypten sind wir gefahren, Richtung Libyen. Ja. Also das wäre so etwas, was ich mir noch vorstellen könnte. Extremere Geschichten wahrscheinlich eher nicht. Ja. Ja. Und die, um nochmal hier so auf das Fahrzeug zu kommen, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, das stört mich jetzt irgendwie an dem Fahrzeug oder sagst du, nö, das haben die eigentlich so gebaut, wie ich das gerne hätte? Gut, ich war sehr überrascht, wie ähnlich das Fahrzeug vom Äußeren dem Defender ist und habe das auch positiv zur Kenntnis genommen, also mitbekommen, dass die die Klage gewonnen haben, die ja Land Rover dann doch angestrengt hat. Also ein so erfolgreiches Konzept, darauf aufzubauen und sich daran anzulehnen, war sicherlich nicht verkehrt und das ist hundertprozentig gelungen. Ganz ehrlich, im Moment wüsste ich keine negativen Punkte, die ich hier... Der Motor ist beste Wahl, das Fahrzeug, die Technik, auch die Idee, so wenig Elektronik wie möglich einzusetzen, um da die Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Ja. Ganz ehrlich, ich kenne ihn ja jetzt auch noch nicht so lange im Detail, aber ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit dem Fahrzeug und verfolge das, die letzten Jahre schon. Also wie Ineos das in vielen anderen Bereichen auch weiß, die wissen einfach, was sie tun. Und genauso hat der Herr Radcliffe und sein Team da wirklich die Experten an den Start gebracht. Und das sieht man auch. Im Moment fühlt sich das alles absolut rund an. Also ich habe auch schon gesagt eben in dem anderen Interview, dass die Güte an Fahrzeug fürs erste Fahrzeug überhaupt von Ineos, dass man da sagt, okay, da ist schon jemand mit viel Sachverstand einfach rangegangen. Und wenn man sich sonst so die Erstlingswerke von neuen Marktplayern anguckt, ich habe relativ viel mit China zu tun gehabt und finde es auch gar nicht schlimm, aber teilweise waren die ersten Autos, die da gekommen sind, einfach unterirdisch. Und das hier ist wirklich ein richtig schönes Ding. Thema Land Rover müssen wir auch immer noch drüber sprechen. Die haben das Feld ja quasi geräumt. Also es gab ja
Also ich weiß gar nicht, warum, ob es da irgendwelche Zulassungsprobleme gab oder warum die tatsächlich dieses Konzept einfach verlassen haben. Fußgängerschutz und so weiter wurde gesagt, dass man es nicht schaffen würde, ein Fahrzeug, also den Defender in die Richtung zu entwickeln, dass der die Zulassung bekommt. Was Ineos ja beweist, dass es möglich ist, was ja dann Land Rover auch bewiesen hat, dass es doch geht. Dazu kann ich auch was sagen. Ich hatte einen Jaguar bis vor ein paar Jahren und wenn der im Service war, habe ich den neuen Land Rover gefahren, allerdings nur mit dem Vierzylindermotor, der ja nach 4 Monaten dann auch durch den BMW-Motor gewechselt wurde. die wissen auch schon warum, ob damals bekannt wurde, dass Ineos den einbaut, weiß ich nicht, ob das der Grund war. Aber ich sag mal, der Wagen ist auch okay. Ne? Der hat noch der ist noch mehr PKW Offroad. Auch in dem Stil von einem Defender, aber sehr, sehr viel mehr Elektronik. Und wenn man sich die ersten Testberichte damals angeguckt hat, ist auch immer sehr, sehr oft was ausgefallen. Das waren so die ersten Kritikpunkte. Grundsätzlich auch nicht verkehrt. Auch preislich liegen die auf einer Linie, was sicherlich nicht zufällig ist. Aber ganz eindeutig, der Ineos Grenadier ist der wirklichere. Der echtere Defender-Nachfolger. Ich glaube, wir wissen alle, worum es geht. Ich habe auch das Gefühl, wir sind früher total viel mit dem Defender rumgefahren, weil die Eltern von einem guten Freund von mir hatten einen. Und wir hatten natürlich keine Autos mit 18 und dann durften wir immer mit dem 90er da rumknattern, noch mit den Sitzbänken hinten drin, dann mit, keine Ahnung, 6, 7 Leuten. Und als ich den neuen dann gesehen habe, da war ich eine ganze Zeit weg von dem Thema, weil ich halt auch nicht so im Bereich Offroad unterwegs bin. Und dann habe ich den neuen gesehen und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich habe das natürlich verfolgt als Interessierter, so ein bisschen am Rande. Dann habe ich den neuen gesehen und dann habe ich gedacht, warum? Also ich meine, das ist so, wenn man den jetzt auf der Straße sieht, ich will jetzt nicht sagen Karikatur des Alten, aber es ist irgendwie, man hat alles, wofür der stand, eigentlich über Bord geworfen, hat das Design genommen, hat das dann auf moderne Maße aufgepumpt, weil Gelände soll er ja trotzdem noch gut können. Ja, aber also für mich persönlich, ich sehe den immer und denke so, schade. Ja, es ist aber nicht so ganz extrem, sehe ich nicht so. Also man könnte sagen, da ist eher der Range Rover vielleicht die Vorlage gewesen für den neuen Land Rover, wobei wir da auch in einer ganz anderen Preiskategorie unterwegs sind. Aber also so ganz verkehrt ist er nicht. Ne? Also der kann, was Gelände betrifft, auch einiges. Mhm. Ist halt, und das war wahrscheinlich auch der Plan, spricht halt diese Menge von Menschen an, die eigentlich nur so ein cooles, aussehendes Auto haben wollen und nicht wirklich damit ins Gelände fahren. Ja, also den Komfort haben wollen. Und ich finde, der sieht nicht schlecht aus. Ne? Also vom Design her. Das ist Geschmackssache. Vorne nach wie vor kann man noch auf die Motorhaube treten, wenn man das alles will, um also auf sein Dachzelt zu kommen oder seine Dachreling, was immer man da oben dann festgeschnallt hat. Also mit dem kann man sicherlich auch durch die Gegend touren und das auch Offroad-mäßig. Und die Zuverlässigkeit und die Anfälligkeit ist ein anderes Thema. Das ist das Zentrale aber eigentlich, was man beim Grenadier in erster Linie im Blick hatte, glaube ich. Und wo es einfach, ja, wenn man so ein Projekt angeht, sage ich mal, dann treffen sich Leute, die sich auskennen und machen erstmal so eine Checkliste. Was sind die Punkte, was sind die Kernpunkte, die ich erfüllen müsse? Was sind die Grundpunkte, die wir erfüllen wollen, an denen wir uns bei der Entwicklung langarbeiten? Und die sind beim Grenadier absolut eindeutig und klar und auch wiederzufinden und erfüllt worden, meiner Meinung nach, soweit ich das bisher beurteilen kann. Genau, also so richtig wissen werden wir es erst, wenn der auch mal ein bisschen auf der Straße ist, wenn die Serienmodelle fahren, wenn der erste damit zum Äquator gerödelt ist und wieder zurückgekommen ist und nicht irgendwie verschollen ist. Also ich finde es auch ein super spannendes Fahrzeug, deswegen bin ich auch hier. Mal gucken, ob sich dieses Klischee über englische Autos bestätigt oder nicht. Ich habe viel Erfahrung im Bereich Range gehabt und auch mit anderen Land Rover Modellen und die waren, muss ich leider sagen, durchweg schlecht. Also wenn man so ein Fahrzeug fahren will, dann sollte man meiner Meinung nach ganz persönlich gucken, dass man eine Garantie hat oder dass es einem egal ist, dass da nach 40.000 Kilometern ein neuer V8 Diesel rein muss. Grüße. Aber das Auto wird es beweisen. Mir persönlich gefällt der richtig gut. Also ich finde ihn richtig gut, richtig schön und ich bin ganz aufgeregt, wenn ich jetzt gleich endlich mal fahren darf. Danke dir für deine Zeit. Thema Range Rover noch, da muss man auch ungefähr 40.000 mehr mitbringen. Ne?
Ja. Und ob es das dann am Ende wert ist. Nein, ganz tolles Auto, ja. Und ja, von mir zum Abschluss auch ein absolutes Go. Und was die Skepsis betrifft, die man vielleicht haben mag, ein Unternehmen, was eigentlich in der Chemiebranche tätig ist und kein Autohersteller ist, da kann ich nur sagen, es ist erstmal ein sehr gesundes Unternehmen dahinter, da ist sehr, sehr viel Volumen dahinter und die Gefahr, dass die daran, und unabhängig davon wird es einfach ein Erfolg werden. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Es gibt einfach so viele auf der Welt, wir reden ja nicht über die Stückzahlen eines Golf oder so, aber es gibt einfach auf der Welt so viele, die auf den wirklichen Defender-Nachfolger warten. Deswegen war ich auch ganz nervös, dass ich nicht direkt einen bestellt habe, aber das passte einfach nicht. Also ich hätte das Vertrauen absolut gehabt. Ja, das ist doch mal eine Aussage. Okay, vielen, vielen Dank. Ja, viel Spaß damit. Ob du einen kriegst oder nicht, wird sich rausstellen. Und ich nehme mal Wort ein, dass du eine Runde drehen kannst. Ist schon geplant, ich weiß nur nicht wann. Also, danke dir, ne? Bis dann, ciao. Da war doch einer verliebt, oder? Das war doch schon eine spannende Geschichte. Ja, für wen ist das was? Für die Abenteurer unter uns, die zumindest die Möglichkeit haben möchten, auf die ganz große Tour zu gehen, für Menschen, denen die gesamte Pseudo-Geländewagen-Plastik-SUV-Mischpoke zuwider ist, gehöre ich auch ein bisschen zu. Ich finde es nicht schlimm, aber so ein bisschen, ich feiere so ein Ding und ich werde damit nicht so richtig grün. Also ich sage so, ja, Geländewagen, okay, es ist aber ein SUV, der hat keinen Allradantrieb. Der hat dicke Schluffen drauf, das heißt, da kann ich auch gar nicht irgendwie über Stock und Stein fahren. Ja, finde ich irgendwie nicht so witzig, finde ich nicht so gut. Dann schon lieber richtiger Geländewagen, aber das muss jeder für sich selber wissen. Ja, Menschen, die keinen Wert auf Plastik-Unterfahrschutzblenden legen, sondern lieber ein richtig robust konstruiertes Fahrzeug möchten. Oder Leute, die schlicht und ergreifend einen Bedarf haben. Das, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, wie viele Fahrzeuge können denn 3,5 Tonnen Hänger ziehen? Oder wie viele Fahrzeuge können den ziehen und dann auch noch souverän bleiben? Das ist ja auch immer so ein Thema. Und da ist Gewicht einfach wichtig. Ja, das Verhältnis von Zugfahrzeug zu Anhängerlast spielt immer auch eine Rolle, wenn es um das Thema Fahrsicherheit geht. Wenn ich einen zu schweren Anhänger an ein zu leichtes Fahrzeug hänge, habe ich immer ein instabiles Gespann. Und wenn ich mit 2,7 Tonnen vorne unterwegs bin, leer, dann habe ich da, glaube ich, auch wenig Probleme mit. Also das ist was, wo man sagt, ich brauche das. Ja, was sind das für Leute? Ja, Förster, Jäger, Landwirte, Weinbauern, alles in der Richtung, Bootsbesitzer. Also das ist, glaube ich, schon eine gute Sache. Für wen ist das nichts? Eigentlich für alle, die nicht zur oben genannten Gruppe gehören. Ne? Und das sind relativ viele Menschen, die einen rationalen Zugang zum Thema Autofahren haben. Die werden sicherlich keine 70.000 oder 80.000 Euro in ein Fahrzeug investieren, dessen Stärken völlig außerhalb der eigenen Anforderungen liegen. Leute, die gern mit ihrem Fahrzeug demonstrieren, welches soziale Level sie erreicht haben. Der Ineos eignet sich eher nicht als Statussymbol. Ein Porsche Cayenne dagegen kennt fast jeder. Und der kommt den Schotterweg zum Country Club auch hoch. Ja, ich will jetzt hier nicht zu sehr in die Kerbe reinhauen, aber das ist schon, man darf das schon nicht ignorieren. Es gibt schon viele, die sich so ein Fahrzeug einfach als Statussymbol holen. Da sage ich auch überhaupt nichts gegen. Das sind unsere Statussymbole oder für viele sind es Statussymbole. Und dafür taugt der Ineos halt einfach nur begrenzt. Ja, ich denke dennoch, dass der Ineos seine Käufer finden wird, weil er halt in einem ganz bestimmten Becken fischt. Und das sind Leute, die schon angefixt sind, die alle super traurig sind, wie der neue Defender geworden ist. Oder Defender, heißt es eigentlich Defender oder Defender? Ich sage immer Defender, aber wahrscheinlich ist es der Defender. Oder je nachdem, aus welchem Teil von England du kommst, heißt es auch anders. Wer es weiß, schreib es doch bitte mal unten rein. Also das ist eine große, große Kundengruppe, die sicherlich in die Richtung sich entwickelt und sagt, okay, wir wollen einfach weiter Leiterwagen, Geländewagen fahren. Und nachdem sich ja alle mittlerweile von diesem Konzept verabschiedet haben oder fast alle, ist das eine tolle Möglichkeit, mit dem Fahrzeug auch über Stock und Stein zu fahren. Der Ineos ist sicherlich ein Fahrzeug, was viele Leute begeistern wird. Die Käuferschaft ist da, die Kundschaft ist da. Wie viel wird sich zeigen, aber da Ineos auch großflächig plant und auch für ganz, ganz, also den Vertrieb weltweit organisieren will, wird da sicherlich einiges auf den Markt kommen. Ich wünsche der Marke alles Gute. Ich finde es immer wieder spannend. Ich finde es auch spannend, dass endlich mal wieder einer auf den Markt kommt und sagt, nee, wir bauen jetzt hier schöne Verbrennermotoren ein. Es muss nicht alles elektrisch unterwegs sein. Ihr wisst das, ich bin ein Fan von allem, was fährt. Egal ob mit Wasserstoff, Elektro, Benzin, Diesel, keine Ahnung was.
Ich bin aber auch ein Fan davon, dass man das richtige Transportmittel für den richtigen Einsatzzweck verwendet. Und ich kann einfach mit meinem ID3 keinen Pferdetransporter von A nach B bringen. Das funktioniert halt einfach nicht. Dafür brauche ich ein anderes Konzept, dafür brauche ich ein anderes Fahrzeug. Ich kann nicht mit meinem, oder könnte ich nicht mit meinem Tesla Model Y auf meine Jagd fahren und dann keine Ahnung was damit machen, weiß ich nicht. Also dafür ist es einfach nicht geeignet. Deswegen, ich freue mich auf das Fahrzeug. Ich bedanke mich nochmal bei der Firma Mazka, die das möglich gemacht hat. Und ja, ich blende unten die Kontaktdaten ein. Wer Bock hat, sich so ein Fahrzeug zu holen, der kann das gerne tun, kann sich das anschauen. Das ist eine Kompetenz hier im Rheinland, was den Bereich Offroad und Geländewagen angeht. Und ich sag mal, ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Ciao.